nun zum letzten Teil der Thromboseprophylaxe im Modul 8 ATL Atmen. Was ist eine Thrombose überhaupt? Unter einer Thrombose verstehen wir eine Blutpropfbildung, eine lokale Gerinnung in einem Gefäß. Je nach Sitz des Thrombus unterscheiden wir zwischen einem arteriellen oder einem venösen Thrombus. Am häufigsten finden wir Thrombosen im venösen System. Löst sich der Thrombus oder ein Teil des Thrombus, gelangt er mit dem Blutstrom in die Lunge und kann dort eine lebensgefährliche Lungenembolie verursachen. Wie kann nun eine Thrombose entstehen? Es gibt verschiedene Risikofaktoren, die die Entstehung einer Thrombose begünstigen. Drei Faktoren nennen wir die sogenannte Virchow'sche Trias. Dazu gehört die verlangsamte Blutströmung. Je langsamer das Blut fließt, desto eher können sich die Thrombozyten an die Gefäßwand ablagern und so zur Thrombusbildung beitragen. Die Blutströmung ist vor allem verlangsamt bei einer langen Bettlägerigkeit, bei Lähmungen, Gipsverbänden oder Schienenlagerungen, bei schmerzbedingten Schonhaltungen, bei einer Herzinsuffizienz oder auch bei einer chronischen venösen Insuffizienz. Der zweite Risikofaktor der Virchow'schen Trias sind die Gefäßwandschäden. Die Schädigung der Intima, also der Gefäßinnenwand, löst eine Thrombozytenaggregation aus. Thrombozyten sind die sogenannten Blutblättchen und eine Aggregation ist ein Zusammenballen von Blutblättchen. Dies kann folgende Ursachen haben: Verletzungen, Quetschungen, Operationen, altersbedingte Veränderungen, wie zum Beispiel Krampfadern, oder auch Varikosis genannt, oder auch Venenentzündungen als Flebitiden bekannt. Der dritte Faktor der Virchow'schen Trias ist die erhöhte Gerinnungsneigung. Normalerweise besteht im Blut immer ein Gleichgewicht zwischen Blutgerinnung und Gerinnselauflösung. Ein Überwiegen der Gerinnungsprozesse, also eine erhöhte Gerinnungsneigung, kann auftreten bei einem Flüssigkeitsmangel oder einem erhöhten Flüssigkeitsverlust, bei großflächigen Verbrennungen oder auch Einnahme von Diuretika, das sind Medikamente, die die Ausscheidung fördern. Auch bei einer krankhaften Zellvermehrung oder einer Vermehrung von Blutgerinnungsfaktoren sowie die Einnahme von bestimmten Medikamenten, wie zum Beispiel Cortison oder die Antibabypille. Hier anhand dieses Bildes können Sie sich die Virchow-Tria noch mal besser einprägen. Sie besteht aus den drei Faktoren verlangsamter Blutfluss, der vor allem durch eine Herzinsuffizienz oder eine Immobilität gefördert wird, Gefäßwandschäden, welche vor allem durch Verletzungen, OPs, eine arterielle Hypertonie, Entzündungen oder auch Rauchen geschädigt werden, und der erhöhten Gerinnungsbereitschaft Blutes, welche vor allem durch Tumorerkrankungen, Thrombophilie, Exsikkose oder einer Schwangerschaft oder die Antibabypille beeinflusst werden können. Weitere Risikofaktoren zur Entstehung einer Thrombose sind das höhere Lebensalter, vor allem über 65 Jahren, Übergewicht, Schwangerschaft, maligne, also bösartige Erkrankungen, auch eine Sepsis, also eine Blutvergiftung kann eine Thrombose fördern, schwere Infektionskrankheiten, gerade jetzt auch im Rahmen von Covid kann es zu Thrombosen, lebensgefährlichen Thrombosen kommen und eben auch das Rauchen. Rauchen schädigt vor allem die Blutgefäße. Wie können wir nun das Thromboserisiko eines Patienten einschätzen? Im Rahmen des Aufnahmegespräches werden auch die Risikofaktoren mittels der modifizierten Thromboserisikoeinschätzungsskala erhoben. Ich habe sie Ihnen hier aufgezeichnet, lege sie Ihnen als PDF noch zu den Unterlagen dazu. Je höher die Punkteanzahl ist,
desto höher ist auch das Thromboserisiko. Also es wird hier ähnlich wie auch bei der Atemskala, werden verschiedene Items abgefragt. Jedes einzelne Item hat eine separate Punkteanzahl und je höher diese Punkteanzahl ist, desto höher ist auch das Thromboserisiko und umso mehr müssen Maßnahmen getroffen werden, um die Prophylaxe zu fördern. Die Thromboseprophylaxe basiert vor allem auf zwei Säulen. Um die erste Säule, die physikalische Thromboseprophylaxe, kümmern wir uns nun. Welche Maßnahmen gibt es nun im Rahmen der Thromboseprophylaxe? Wir kennen zuerst Maßnahmen zur physikalischen Thromboseprophylaxe. Dazu gehört vor allen Dingen die Frühmobilisation. Pflegende sollten Patienten unterstützen, so oft wie möglich aufzustehen. Dabei reicht es aber nicht nur vom Bett aufzustehen, sondern der Patient sollte mindestens einige Schritte machen oder zumindest auf der Stelle treten. Achtung! Bei Patienten, die bereits eine tiefe Beinvenenthrombose haben, sollte man zuerst dringend Rücksprache mit dem Hausarzt treffen. Denn viele Patienten haben gerade in dieser Phase zunächst eine strenge Bettruhe. Weitere Maßnahmen können Lagerungen sein, vor allem das Hochlagern der Beine in einem Winkel von ungefähr 20 Grad steigert den venösen Druckstrom. Auch hier muss man auf Kontraindikationen achten, zum Beispiel Patienten mit arteriellen Durchblutungsstörungen. Dort darf man die Hochlagerung der Beine nicht machen. Auch eine rückstromfördernde Gymnastik, zum Beispiel Zehengymnastik, Fußgymnastik, aber auch Atemübungen oder das Bettfahrrad können die Muskelvenenpumpe aktivieren. Auch in dem Bereich der Thromboseprophylaxe fallen die sogenannten medizinischen Thrombosestrümpfe oder auch MT-Strümpfe genannt. Sie gehören in den Bereich der primären Prophylaxe. Es besteht also noch keine Venenerkrankung, aber die Risikofaktoren dazu. Sie haben die Aufgabe, die oberflächlichen Venen zu komprimieren, sodass das Blut schneller in die tiefen Venen fließen kann. Die MT-Strümpfe sollen vor allem im Liegen getragen werden. Sie werden in verschiedenen Größen angeboten und mittels spezieller Messbänder wird die richtige Größe erhoben. Gemessen wird dabei die gesamte Beinlänge, die dickste Stelle des Oberschenkels, die dickste Stelle der Wade und die Fessel. Bitte unbedingt auch die Herstellerangaben beachten, da auch die Messorte von Hersteller zu Hersteller variieren können. Wichtig ist es auch zu wissen, dass die Strümpfe unbedingt bei entstauten Venen angezogen werden. Das heißt, der Patient sollte mindestens 30 Minuten vorher, vor dem Anziehen, sich in einer liegenden Position befinden. Auch das Anziehen der sogenannten medizinischen Thrombosestrümpfe oder MT-Strümpfe gehört in den Bereich der Thromboseprophylaxe. Ich möchte ihn hier mit Ihnen kurz theoretisch durchgehen. Sie sehen das dann nachher nochmals auf den Bildern. Der Strumpf sollte zunächst auf links gestülpt werden. Das Fußteil des Strumpfes bis zur Ferse über den Fuß ziehen. Der restliche Teil des Strumpfes wird dann über die Ferse bis hin zur Leistenbeuge hochgezogen und glatt gestrichen. Nach dem Anziehen des Strumpfes sollte unbedingt dessen Sitz kontrolliert werden. Also hat er die richtige Länge, sind keine Falten oder Einschnürungen und werden die Zehen auch gut durchblutet. Das Tragen von medizinischen Thrombosenstrümpfen ist für den Patienten sehr unangenehm. Damit er diese Maßnahme toleriert, bedarf es einer sehr guten Information. Sie müssen kontinuierlich, besonders aber im Liegen getragen werden und das machen sehr viele Patienten falsch, denn sie tragen den Strumpf im Gehen und legen ihn im Liegen leider ab. Die medizinischen Thrombosestrümpfe können bis zu 15 Mal gewaschen werden, da muss man aber die Herstellerangaben beachten. Und aus hygienischen Gründen sollte der Strumpf mindestens alle 2 bis 3 Tage gewechselt werden. Hier sehen Sie das Anziehen der MT-Strümpfe noch einmal bildlich dargestellt.
Also im Bild 1, das gelbe ist das sogenannte Butler, das ist eine Anziehhilfe. Und Sie sehen, wie praktisch der Strumpf nach links gestülpt wird und gleichzeitig von oben nach unten im Bild 2 über den Butler gestülpt wird. Der Butler ist eine Anziehhilfe, damit man praktisch, wie Sie im Bild 3 dann sehen können, den sehr engen Strumpf über das Bein stülpen können. Weil wenn Sie den Butler nicht verwenden und den MT-Strumpf so anziehen, bedarf es sehr viel Kraft, dass Sie besonders im neuen Zustand sehr eng sind, damit praktisch die Rückströmungsgeschwindigkeit des Blutes einfach unterstützt werden kann. Ebenso gehören die sogenannten Kompressionsstrümpfe in den Bereich der sekundären Thromboseprophylaxe. Die sekundäre Prophylaxe bedeutet, dass die Patienten bereits leichte Venenerkrankungen mit subjektiven Beschwerden haben. Die Kompressionsstrümpfe müssen ärztlich verordnet werden. Sie dürfen im Gegensatz zu den MT-Strümpfen nur im Liegen angezogen werden und auch nur von mobilen Patienten getragen werden. Sie haben einen relativ hohen Ruhedruck und deshalb kann er auch zu Durchblutungsstörungen führen. Der dritte Teil ist der sogenannte Kompressionsverband, welcher auch unter die Maßnahme der Thromboseprophylaxe gehört. Er wird auch als Bütterverband oder als Fischerverband bezeichnet. Er wird so gewickelt, dass der Druck praktisch die tiefen Venen und auch die Lymphgefäße erreicht. Dadurch schließen die Venenklappen besser und die venöse Rückflussgeschwindigkeit nimmt zu. Die Kompressionsverbände gestalten sich allerdings sehr schwierig, weil es schwierig ist, einen relativ gut dosierbaren Druck zu erreichen. Sie sollten nur dann angewendet werden, wenn aus anatomischen Gründen zum Beispiel ein MT-Strumpf nicht passt oder eine zu hohe Kompression erforderlich ist. Ein guter Kompressionsverband erfordert viel Erfahrung und Übung. Auch hier möchte ich Ihnen nochmals die Durchführung theoretisch zeigen. Im nächsten Slide sehen Sie allerdings die Bilder dazu. Der Kompressionsverband wird mit einer sogenannten Kurzzugbinde angelegt. Diese Kurzzugbinde hat eine geringe Dehnbarkeit, bewirkt aber dennoch eine relativ starke Kompression und er kann auch nachts belassen werden. Und einer Mittelzugbinde. Die Mittelzugbinde hat eine mittlere Dehnbarkeit und erzeugt eine relativ hohe Kompression. Die Binden müssen täglich erneuert werden. Zudem können sie relativ frei leicht verrutschen, müssen also manchmal auch mehrmals am Tag abgewickelt und wieder neu abgelegt werden. Wichtig ist beim Wickeln zu wissen, dass der Druck vom Fuß bis zum Oberschenkel hin abnehmen sollte, da ansonsten das Blut staut. Außerdem dürfen sich keine Falten oder Fenster, also offene Stellen in der Bandage, bilden. Auch der Verband darf nicht zu straff sitzen. Sollten sich die Zehen bläulich verfärben oder kalt werden, sind das Warnsymptome, dass der Verband zu fest sitzt und zu stark ausgeführt wurde. Die Durchführung erfolgt meist mit dem Fuß im rechten Winkel als 90 Grad. Mit der ersten Bindentour wird direkt am Zehengrundgelenk begonnen. Die Zehen werden zur Kontrolle freigelassen. Nach 2 bis 3 Umwicklungen um den Mittelfuß umschließt man mit der nächsten Bindentour die Ferse und führt sie dann über den Innenknöchel zum Fußrücken zurück. Mit 2 weiteren Achtertouren wird die erste Fersentour fixiert. Danach wird die Binde entsprechend an das Bein angepasst und abgerollt, ohne dass man den Kontakt zur Haut verliert. So wird einer Faltenbildung vorgebeugt. Sind alle Lücken geschlossen, fährt man mit der zweiten Binde in entgegengesetzter Richtung. Dabei beginnt man am Knöchel. Und zum Schluss
wird das Bindenende mit einem Pflaster fixiert. Hier sehen Sie nochmal die bildhafte Darstellung zur Ausführung des Kompressionsverbandes. Also der Verband beginnt im ersten Bild an der Fersenaußenseite. Also man legt den Bindenkopf an der Außenseite der Ferse und beginnt dann langsam die Binde abrollen zu lassen. Zunächst, wie man auf dem zweiten Bild sieht, über den Fußriss zum Innenknöchel, dann in Bild 3 über den Außenknöchel und den Fußrücken zur Fußsohle. In Bild 4 wird die nächste Bindentour über den Fußriss laufen lassen bis hin zum Fußknöchel in Bild 5. Die zweite Bindentour überlappt die erste um ca. 2 cm. Der Verband wird dann spiralförmig bis ca. 2 Finger breit unter die Kniekehle gewickelt. Es kann aber auch möglich sein, dass der Verband über den ganzen Fuß angelegt werden muss. Mit der zweiten Binde wird praktisch in entgegengesetzter Richtung von der ersten Binde der gesamte Teil von 1 bis 6 nochmals wiederholt. Es kann manchmal möglich sein, dass besonders bei den Bandagen auch so Klettverschlüsse geliefert werden. Bitte diese nicht verwenden, dass sie sehr spitz sind und manchmal auch zu Verletzungen führen können. Also den Abschluss der Bandage einfach mit einem Klebestreifen umwickeln. Die erste Säule, die physikalische Thromboseprophylaxe, haben wir nun abgeschlossen. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch die zweite Säule, die medikamentöse Thromboseprophylaxe, nennen. Zur medikamentösen Thromboseprophylaxe gehört das Einnehmen von Antikoagulantien, Heparin oder Sintrum. Diese werden vom Arzt vorgeschrieben, je nachdem, welche Blutwerte der Patient hat. Der Patient verfügt über ein eigenes Sintrum-Büchlein, wo praktisch die gesamten Werte eingetragen sind und auch die Einnahme des Medikamentes. Also bitte halten Sie sich daran und halten Rücksprache mit der Familie, mit dem Patient und mit dem Hausarzt. So, das war nun der Abschluss des relativ großen Kapitels ATL Atmen. Wir haben in diesem Kapitel sehr viel gelernt und ich möchte Sie darauf verweisen, dass Sie nun in die Übungsphase gehen. Die Übungsphase heißt vor allem bei anderen Menschen, also Familienmitgliedern, Puls messen, Blutdruck messen. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, auch einen Thrombosestrumpf anzuziehen oder auch einen Kompressionsverband anzulegen. Natürlich werden wir diese praktischen Sachen nochmal in der Übungswoche vertiefen, aber in der Zwischenzeit können Sie schon erste Erfahrungen sammeln. Danke!